日が昇り月が落ち万物は不変であった。永遠の黄昏が訪れるまで。この先に美味しそうなものがある気がする。早く行こうぜ。私は異世界竜夜浄土断罪の子。あなたの運命はすでに我が手中の糸と絡めとった。当時の魔のもとに竜夜の幸運、すなわち断罪の時よ。早く終わらせましょう。Wow, und sofort werde ich in die Geschichte reingeschmissen und darf gegen einen Eisvolk kämpfen. Mit einem neuen Charakter, den ich überhaupt nicht kenne. Oh Gott. Und mich unheimlich blöd gefühlt anstelle. Ach du Schreck, ich komme ja gar nicht wirklich zur Anmoderation. Geht ja vollkommen ab hier. Oh, was soll ich überhaupt tun? Ich weiß gar nicht, wie man den Charakter bedient. Danke, dass ich so eingeweiht werde, was hier überhaupt abgeht. Ich werde diese Moderation nachholen. それでどう思う？我が友よ。Okay, ja. Willkommen zur Fremdwelt-Quest. Oder wie es auch genannt wurde, Outdoor Traveler. Das ist im Prinzip ein Crossover zwischen Honkai und Genshin Impact. Und ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Ein paar Charaktere aus Genshin Impact erwarten mich, das weiß ich schon aus dem Trailer. Aber ja, ich bin ziemlich unwissend. Also es handelt sich hierbei um ein zeitlich begrenztes Event. Und wie im Trailer schon, den ich euch am Anfang rangehangen habe, gesehen, ist Fische, die Prinzessin der Verurteilung, jetzt ein spielbarer Charakter. Und wen auch immer wir jetzt hier gerade hatten. Aber die bleibt sozusagen auch nach dem Event, so wie ich es verstanden habe, noch spielbarer Charakter und bestehen. Aber ja, ich will jetzt erstmal die Story von dieser Quest spielen. Das Event besteht aus 3 Kapiteln. Tippe hier, um das erste zu betreten. Ist klar. Tippe hier, um das Abenteuer beginnen zu lassen. Ursprung. Sei nicht so schüchtern, sag mir, was du denkst. In der Stimme des Mannes lag Selbstvertrauen mit einem Hauch von natürlicher, gefährlicher Verführung, erwartet auf eine Antwort. Aber der Mann neben ihm saß, war nicht im geringsten angetan. Er dachte eine Weile nach, bevor er ihm eine eher vorsichtige Antwort gab. Als Concept Artist denke ich, dass dieser Stil super ankommen wird. Die Zustimmung von ET Studios Chief Herrn Yang hat es den Besuch hier wert gemacht. Du machst mich ganz verlegen, Schicksalaufseher, Herr Aklips. Aber ich nehme nicht an, dass du hierher gekommen bist, um mit mir ein paar nette Worte zu wechseln, oder? Im Konferenzraum wurde es sofort still. In der Zwischenzeit kam ein leises, mechanisches Geräusch aus der Ecke. Natürlich nicht, aber du musst dich nicht rechtfertigen. Selbst ich werde ein bisschen nervös, wenn ich in so viele Läufe von automatischen Geschützen sehe. Tut mir leid, aber das ist das Minimum, mit dem wir unsere Sicherheitsabteilung einverstanden waren. Gut, ich hoffe nur, dass die Zusammenarbeit nicht behindern wird, die wir gleich besprechen werden. Zusammenarbeit?
Ja, eine Zusammenarbeit. Ich versichere dir, dass sie die Zukunft von Schicksal Entertainment und ET Studios verbessern wird. Und besser gestalten wird. Worum geht es bei dieser Zusammenarbeit? Es ist bekannt, dass ET Studio der leitende Produzent von Animationen rund um die Mechs ist und wenn es um Fantasy-Anime geht und Spiele. Entschuldige, meine stolze Prahlerei hierbei. Aber mein Schicksal Entertainment gehört wirklich zu den Besten der Industrie. Wenn wir unsere Kräfte kombinieren, dann denke ich, dass wir bahnbrechende Arbeit liefern. Herr Apocalypse, auch wenn ET Studio keine großen Entwicklerteams hat, so wie Schicksal Entertainment, gibt es etwas, an dem wir festhalten möchten. Ich verstehe, alter Freund, aber unsere Zusammenarbeit muss nicht bedeuten, dass ET Studio den Hardcore-Stil aufgibt, für den es so bekannt ist. Im Gegenteil, ich hoffe, dass es sich in vielen Aspekten der Arbeit, wie dem Charakterdesign, der Handlung, den Szenen und so weiter, widerspiegeln wird. Interessante Idee, aber wie sollen wir das möglich machen? Zwei Teams mit unterschiedlichen Überzeugungen sollen etwas erschaffen, das von beiden Seiten akzeptiert wird? Meiner bescheidenen Meinung nach sind die Kommunikationskosten unvorstellbar hoch. Außerdem war unsere Beziehung nicht gerade herzlich, oder? Richtig. Wir hatten ein paar kleine Auseinandersetzungen, aber ich denke, dass wir beide zustimmen können, dass die Zukunft die Vergangenheit übertrumpft. Denk darüber nach, mein Freund, eine Arbeit, die ausführlich von Schicksal Entertainment und ET Studio zusammen erschaffen wird. Würdest du nicht gerne den Beginn einer neuen Ära sehen? Wieder schwieg Welt kurz, ein paar grobe Ideen gingen durch seinen Kopf. Nun, ich muss gestehen, dass das wirklich ein verlockendes Angebot ist, aber ich denke, dass wir es genauer besprechen können. Zwei Stimmen des Widerspruchs kamen aus Welts versteckten Ohrhörer, eine rationale und eine grummelige. Er seufzte in seinen Gedanken. Ich wusste, dass du interessiert bist, mein Freund. Und natürlich habe ich mehr als nur eine gute Idee mitgebracht. Hier sind ein paar genauere Vorschläge. Ich hoffe, dass sie dir und deinen Kollegen ein visuelles Verständnis des Projekts geben. Das ist die möglicherweise beliebteste Geschichte der nahen Zukunft. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, befinden wir uns sozusagen in einer Art Beta-Testspiel. Okay, das klingt ganz interessant. Ich kann nicht mehr atmen. Kannst du bitte von mir runtergehen? Puh, du bist endlich aufgewacht. Entschuldige, ich gehe jetzt runter. Wenn du weiter an Orten wie diesen hier schläfst, werden dich die Hilichure in den Kessel werfen. Welche Kessel? Hä? Was bist du? Hey, das ist gemein. Und warum klingst du genau wie ich? Ach, tust du? Warum sagst du so komische Sachen? Du bist gerade erst aufgewacht und woher weißt du das? Es gibt keine Sprachausgabe. Ja. Ich, Payman, bin deine Reisebegleiterin. Payman, merk dir den Namen. Pimo klingt lecker. Hä? Sieht auch lecker aus. Lass mich mal abbeißen. Hilfe, lass mich los. Ich bin kein Essen. Kurze Zeit später. Was für eine Reisende bist du? Wie kannst du es übers Herz bringen, so eine süße Abenteuerführerin zu beißen? Also wer Genshin Impact spielt, wird sie kennen. Ah, entschuldige, ich war nur halb wach. Sieh dir diese Bissspuren an. Diesmal lasse ich dir das durchgehen, weil du gerade erst aufgewacht bist. Hehe, danke. Die Reisende stand auf. Oh, also ich bin an einem merkwürdigen Ort aufgewacht. Also Reisende, jetzt kannst du mir ja deinen Namen verraten. Ich bin nicht gut darin, mich an Namen zu erinnern. Nimm dich einfach, wie du willst und lass uns mit dem Spiel beginnen. Sag das nicht, wir sind ab jetzt Abenteuerpartner, also kann ich dich nicht einfach immer mit Hey ansprechen, oder? Na gut, dann nenn mich Rosalia. Verstanden, Reisende. Warum hast du mich gerade gefragt, wenn du mich einfach Reisende nennst?
Jetzt, wo ich deinen Namen kenne, sollte ich dich mit der Geschichte soweit vertraut machen. Wir haben uns vor ein paar Monaten getroffen. Eines Tages... Hey, wo gehst du hin? Nee, ich brauche keine Hintergrundgeschichte. Ich überspringe den Dialog einfach. Zwing mich nicht dazu, deinen Überspringen-Button einzuziehen. Oder willst du, dass ich vor dir eine Luftmauer hochziehe? Na gut, mach weiter, ich hör zu. Bevor die Gedanken der Reisenden abschweifen konnte, begann Payman damit, die Geschichte ganz schnell zu erzählen. Also, ich bin in dieses Land namens Teyvat gekommen, weil meine Schwester von einem mysteriösen und mächtigen Feind entführt wurde und nach dem Kampf habe ich all meine Kräfte verloren. Dann habe ich dich vor ein paar Monaten beim Fischen gefangen und vor dem Ertrinken gerettet. Danach bist du mir gefolgt und mit mir gereist. Richtig, und in diesem Moment wartet deine Schwester darauf, dass wir sie retten, also beeilen wir uns besser, Reisende. Warte mal, ich habe eine Frage. Welche denn? Du kannst mich alles fragen, ich bin deine verlässliche Führerin. Du kannst doch fliegen, oder? Warum solltest du dann ertrinken? In diesem Moment wartet deine Schwester darauf, dass wir sie retten, also beeilen wir uns besser, Reisende. Also hat sie nur zugegeben, mich nicht zu hören. Nur vorgegeben, mich nicht zu hören. Richtig. Lass mich dir ein paar mehr Informationen dazu geben, wo wir gerade sind. Nicht weit von hier liegt Mondstadt, die Stadt der Freiheit. Sie ist von Animo Achron gesegnet. In den Tavernen von Mondstadt gibt es viele Barden, also hat vielleicht eine von ihnen etwas von deiner Schwester gehört. Du bist ganz schön fürsorglich. Nicht jeder kann eine Abenteuerführerin sein. Okay, Ziel Mondstadt. Gehen wir. Okay, das ist jetzt... Ich habe mal den Anfang der Geschichte von Genshin Impact gespielt und das scheint so ähnlich zu sein. Ich habe jetzt hier eine Karte und ich kann hier laufen. Und das ist ein Stein. Warte, der Weg voraus ist von einem großen Felsen blockiert. Und sieh dir mal an, wie groß er ist. Den kann man nicht wegschieben. Was machen wir jetzt, Reisende? Also, es gibt eine Lösung. Wie wäre es, wenn wir das Gebiet vor uns später erkunden? Natürlich nicht. Das ist die letzte Trumpfkarte, die nur benutzt wird, wenn der Entwicklungsfortschritt hinter dem Erkundungsfortschritt des Spielers zurückfällt. Das wäre zu früh. Na gut, ein Charakter mit einem Großschwert sollte ihn zertrümmern können, oder? Aber hier sind keine anderen Leute. Was bedeutet, dass wir keine andere Wahl haben, als diese Sache zu machen, richtig? Was für eine Sache? Komm schon, Payman, stell dich nicht dumm. Du weißt schon, diese Sache. Die Reisende lächelte wissend und ihre Augen waren mit Aufregung erfüllt. Meinst du... Einen Wunsch natürlich. Ich habe etwas nachgeforscht, bevor ich mich eingeloggt habe. Gib mir ein paar seltene, super seltene Teammitglieder. Na los. Hör auf, solche Sachen zu sagen. Das zerstört die Immersion. Ich soll das nicht sagen? Und ob, wo ich gerade darüber nachdenke, es sollte hier Gegenstände in der Nähe geben, die wir benutzen können, um das Hindernis zu zerstören. Aber ich will seltene Charaktere. Warte einfach eine Weile, okay? Sie werden auftauchen, wenn die Zeit dafür reif ist. Im Moment solltest du dich mehr auf den Spaß am Spiel konzentrieren. Sieh dir das Licht und das Wasser an. Na gut, dann machen wir das erstmal auf deine Weise. Dann sehen wir uns mal um, ob hier irgendwas ist, das wir benutzen können, um diesen Felsen zu zertrümmern. Okay. Oh, was ist das? Hier ist ein rotes Aufrufezeichen. Ah, Quests. Und eine habe ich schon erledigt. Fantastisch, da kriege ich Fremdwelt-Tagebücher. Kann ich dann im Shop, glaube ich, nutzen. Und hier? Ja, Quests sind das. Was ist das hier unten? Ja, das sind wahrscheinlich die Charaktere, die ich freischalten kann. Das ist einfach Teresa. Die haben wir wahrscheinlich am Anfang gespielt. Und die ist noch freischaltbar. Okay. Items, die ich sammeln kann. Schön, schön. Und das sind die ganzen Cutscenes. Okay. Fein. Dann suche ich erstmal weiter. Das ist ein Schild. Lass uns diese Anwohner hier fragen. Hallo, ist hier jemand? Sieht ganz so aus. Entschuldigung, hast du eine Art Werkzeug, das wir zum Zertrümmern von... Oh, was ist hier los? Der ganze Platz ist überflutet. Was ist passiert? Oh, hallo Reisende, die vom Wind geleitet werden. Dein Zuhause wird gleich überflutet. Wie kannst du so ruhig bleiben? Mein Zuhause?
Da hast du etwas falsch verstanden, das ist nicht mein Zuhause. Obwohl ich ein Mondstädtler bin, bin ich eigentlich ein sorgloser Abenteurer. Warum bist du dann hier? Mein Freund ist der Eigentümer dieses Hauses. Er ist ausgezogen und hat gesagt, dass ich erstmal hier wohnen kann. Jetzt weiß ich, warum er ausgezogen ist. Immer wenn die Flut kommt, sieht das Chaos so aus. Das hält niemand aus. Außer mir. Es macht mir wirklich nichts aus. Er scheint ein glücklicher Mann zu sein. Eher locker und unbekümmert, würde ich sagen. Dieser Ort sah vorher nicht so aus. Die Gezeiten waren in letzter Zeit äußerst ungewöhnlich. Vielleicht hat es etwas mit diesem riesigen Schatten zu tun, den ich letztens gesehen habe. Riesiger Schatten? Ja, ich habe an einem Tag einen Spaziergang gemacht und plötzlich ist es über mir dunkel geworden. Ich dachte, es wäre eine dunkle Wolke. Bevor ich mich versah, war der Schatten wieder weg. Es muss ein super seltenes fliegendes Monster sein, von der Art, die Schätze hinterlassen, weil man es besiegt. Könnte es... Könntest du mir einen Gefallen tun, wo du schon hier bist? Ich habe einen Schatz auf der anderen Seite des Platzes, aber das Wasser ist tief und ich kann nicht schwimmen. Schatz, ouch, warum hast du mich geschlagen? Das ist sein Schatz, wir holen ihn für dich, keine Sorge. Ich tappe auf das Wasser, um zu schwimmen. Sich im Wasser ein Feld zu bewegen, kostet 1 Stamina. Und hier sehe ich, wie viel verbleibende Stamina ich habe. Und sonst ertrinke ich. Ja, das hast du schon, glaube ich, gesagt. Gut, dann schwimme ich auf die andere Seite. Und hol mir den Schatz. Ich wusste nicht, dass das Schwimmen so anstrengend sein kann. Super, wir haben den Schatz. Kann ich mal einen Blick drauf werfen? Kannst du nicht, wir sollten die Privatsphäre anderer Leute achten. Dieser lästige Abenteuer wartet auf uns. Gehen wir zurück. Ich muss wieder schwimmen. Und erhalten habe ich Schatz des Abenteuers. Da, dein Schatz. Hier, dein Schatz. Das ist toll, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich ohne ihn leben könnte. Also ist der für ihn wirklich sehr wertvoll. Ich bin ein bisschen neugierig. Was ist einem Mann so wichtig, der mit einem zufrieden zu sein scheint? Ja, jetzt wo du es sagst, frage ich mich das auch. Was, ihr zwei seid neugierig, was in der Truhe ist? Na, das ist einfach, ich zeige es euch. Unter den fragenden Blicken der Reisenden und Payman nahm der Abenteurer eine Glasflasche voller Flüssigkeit aus der Truhe. Hehe, das ist wirklich gutes Zeug. Der neue Löwenzahnwein der Winzerei Morgendämmerung ist außerhalb Mondstadts nicht erhältlich. Ohne ihn komme ich nicht durch den Tag. Na toll. Wein? Der Schatz ist nur eine Flasche Wein? Ihr Mädchen seid zu jung, um seinen Wert zu erkennen. Aber trotzdem, vielen Dank. Er hat schon mit dem Trinken angefangen. Ich habe zwar davon gehört, aber Mondstädter, die so lässig und spontan sind. Rups. Oh, ihr Mädchen, habt ihr nach etwas gesucht, als ihr hier angekommen seid? Oh ja, das haben wir fast vergessen. Eigentlich, du hast dem Abenteuer vom blockierten Weg erzählt. Verstehe. Hier nimm meine Spitzhacke, sie sollte damit fertig werden. Ich habe sie immer benutzt, um weißes Eisenerz abzubauen. Ihr müsst sie mir nicht zurückgeben. Ich brauche sie nicht mehr. Großartig, damit sollten wir vorankommen. Vielen Dank. Möge der Animo Archeon euch beschützen. Was ist das? Also sind Mondstädter auch nett und hilfsbereit. Und ich habe die Axt bekommen. Fantastisch. Ich wollte noch schauen, was hier ist. Komme ich wahrscheinlich gar nicht weiter, oder? Also es sind so verschiedene Ebenen. Also ich kann hier nicht runtergehen. Aber jetzt können wir erstmal den Stein kaputt machen. Du hast es geschafft, jetzt kommen wir gut weiter. Gute Arbeit, Reisende. Sehr gut, einen Schritt näher an neuen Teammitgliedern. Kein Wunder, dass sie so verwissen war. Okay. Ah, hier ist noch eine Truhe. Schön. Und ich bekomme nochmal so eine Tagebücher. Ich traue mich jetzt nicht da lang zu schwimmen, weil ich gar nichts sehe. Ich will nicht ertrinken. Dann mache ich den Stein erstmal kaputt. Ja. Okay, das scheint der gleiche Dialog zu sein. Monster! Pass auf, Reisende, da kommen Monster. Nur ein paar Schleime, die mache ich mit einem Finger fertig. Unterschätze deine Gegner nicht, dein Körper hat sich noch nicht an die Elementarkräfte dieser Welt angepasst. Es ist okay, es sind nur Anfängermonster, ich benutze einfach meine psychische Stärke. Psychische Stärke? Kannst du das Setting des Spiels mal etwas respektieren? Ich wollte dir etwas zu den Elementarreaktionen sagen.
warum, du kannst einfach mit mir kämpfen. Aber ich bin nicht gut im Kämpfen. Hä? Hast du keine Fähigkeiten, mit denen du Laser aus deinen Augen oder deinen Mund schießen lassen kannst? Paimon-Strahlen oder sowas? Natürlich nicht. Naja, weil du klein bist und fliegen kannst. Da habe ich gedacht, dass du vielleicht wie eine Schwebekanone funktionierst oder so. Kommst du denn auf so komische Gedanken? Okay. Bekämpfen wir erstmal Gegner. Ich weiß gar nicht, wie meine Rosalia steuert. Hat sie irgendwas? Spezialangriff? Während des Standardangriffs tippen und halten. Im Standardangriff einfach draufhacken. Okay, sollte nicht so schwer sein. Los geht's. Und Schleime. Bekannte Gegner aus. Genshin Impact. Moment, ich sollte halten. Was tue ich da? Oh, schön. Oh, aber es scheint wie bei Baronia zu sein, dass sich da eine Leiste füllt. Also ich kann es wahrscheinlich auch nicht unendlich machen. Was passiert, wenn ich das überlade? Oh, keine Ahnung. Ich habe die Gegner schon fertig gemacht. Schön. Okay. Schön, schön. Der Gegner scheißt einfach mal den Weg voll. Erhalten Animokolos. Das Stamina-Limit wurde um 1 erhöht. Mit wachsender Stamina kannst du weitere Gebiete erkunden. Versuche mehr Animokuli zu sammeln. Okay. Gut gemacht, Reisende. Jetzt weißt du, was dieser Spieler hier drauf hat. Ihre schwachen Schleime, die schon immer XP... Warte. Was hat sie gesagt? XP-Chips für Anfänger waren. Es ist erstaunlich, dass du uns wie die Bösewichte klingen lässt, auch wenn wir uns nur verteidigen. Aber was ich fragen wollte, bist du nicht selbst ein Großschwertcharakter? Okay, jetzt wo ich die Tutorial-Phase mit Links erledigt habe, habe ich einen Wunsch frei, oder? Ich kann nicht glauben, dass sie einfach so getan hat, als könnte sie mich nicht hören. Warte, schau mal, die Schleime haben etwas zurückgelassen. Was ist das denn, Eisblöcke? Selbst schwache Monster wie Schleime haben Elementarkräfte. Anders als dieser Fels sehen die Eisblöcke aus, als könnten sie bewegt werden. Und da ist ein Feuerring. Vielleicht kannst du... Ja, was auch immer. Ah, das ist dieser Animokulus. Wenn du nicht weiterkommst, kannst du auf den Ausgangspunkt zurück in den Facets. Okay. Was steht hier? Stell dich auf ein Feld neben einem Gegenstand, der sich schieben lässt, und tippe ihn an, um es auf ein Feld zu verschieben. Benutze diese Methode, um den Weg frei zu machen. Bewege einen Gegenstand, der geschoben werden kann, an einen bestimmten Punkt, und es könnte etwas Tolles passieren. Okay, dann mache ich das jetzt noch als letztes. Okay, und dann kann ich den hier reinschubsen. Okay, fantastisch. Ich glaube, da ist etwas erschienen. Eine Truhe. Puh. Die öffne ich noch. Und erhalte nochmal Tagebücher. Und schau nochmal, was in meiner Sammlung neu ist. Okay, ich kann erstmal ein paar Dinge einfordern. Toll. Irgendwas in der Sammlung freigeschalten. Ah, die Items. Bäre. Schatz, Abenteuers, Axt. Okay, ich würde mal sagen, soweit erstmal so gut. Und natürlich werde ich dieses Event durchspielen, aber ich würde mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem Erkunden dieser Karte. Ich finde es eigentlich ganz spannend, mal ein ganz anderes Prinzip. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!